Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen CSGO Overwatch auf hier Bums Mirage. Habe ich gerade eben auch im Matchmaking gehabt, beziehungsweise im Face-It-Match. Ja, ja, ich habe mir jetzt dann doch vorgenommen, wie versprochen, Face-It zu spielen, weil ihr werdet sehen. Ich habe erst im Matchmaking aufgenommen, danach ein Face-It-Spiel. Ihr werdet beide sehen und werdet merken, warum ich da lieber auf Face-It geswitcht bin. So, gucken wir mal, was passiert. Er hört die da oben steppen, Musik ist an. Kann man so hören, ja, ne? Sie ist recht leise, ich weiß, aber... Sogar mit Text, what the fuck, was habe ich denn da ausgewählt? Oh, da ist aber nochmal schön hinterherge... Da ist er nochmal schön hinterhergejuckelt, aber wahrscheinlich ist der T auch nicht durchgehend halt durchgerannt, sondern stehen geblieben oder sogar ein Stück zurückgesteppt. Weil normalerweise wäre das schon so ein bisschen durch die Wall genudelt. Wir gucken mal. Ja, also, sie gehen jetzt natürlich nicht mehr so ran, sie haben jetzt ein bisschen Schiss. Die Tees, wahrscheinlich gehen sie underground, einer geht. Nein. Die gehen einfach komplett hinten rum. Die Mates sind ja eh schon hinten von ihm, also der Dart ist gefangen. Oh, da schießt er dann. Ist der bescheuert? Was ein Fickfrosch. Also da drücke ich ihm auf jeden Fall einen Grief. Das war ganz klar nicht einfach nur so hoppala. Sondern er hat sich eher aufgeregt, dass er das Ace nicht bekommen hat. Ne, den Ace hat er nicht gehabt, ne? Naja, wir gucken mal, was jetzt noch so passiert. Aber den Grief werde ich ihm dafür drücken. Das ist sowas, das ist eh so bescheuert. Diese Spacken, die dann am Ende der Runde sich drehen. Und dann versuchen, dich zu treffen. So, haha, ich hab's ja nur, ne? Ich meine, musst du dir auch wieder eine neue Ding kaufen. Eine neue Rüstung. Der hämmert ganz schön rein. Was ist da los? Es sieht aber trotzdem... Alter, wie lange er braucht. Es sieht trotzdem normal aus. Also, ich meine... es wirkt trotzdem irgendwie... Es könnte natürlich ein ganz leicht versteckter Wall sein, wobei er ja trotzdem... wobei er den dann nicht wirklich nutzt. Also gerade eben hätte er den einen wirklich nicht durch dieses Fensterchen, sondern hier an der Stelle, wenn er da hochguckt, eben nach links an die Fensterchen, da hätte er einen nutzen können. Komisch, jetzt rennt er einfach durch. Als wenn er wüsste, dass da jetzt gerade nicht direkt akut was ist. Müssen wir mal gucken. Aber die sind auch gesteppt davor. Jetzt sind sie nicht gesteppt. Also gerade eben schon, aber im Vorfeld sind sie erstmal nur langsam gelaufen. Also gerade eben hat er schon so nach rechts geguckt und sich auch generell nochmal umgeschaut. Also es könnte doch sein, dass er da einen Wallhack am Start hat, um sich so etwas zu informieren. Aber er nutzt ihn halt nicht so hardcore, wie ihn andere nutzen würden. Also einfach dort überall durchballern oder so. Alleine wie er jetzt auch hier stehen bleibt und da versucht, Cat zu killen, weil er halt einfach weiß, dass er da steht. Pass mal auf, der andere geht jetzt underground. Mal gucken, ob er auf den irgendwie reagiert. Also das macht keiner, dass er die ganze Zeit da so durchballert. Vor allem, wenn der Mage schon fast drin ist. Also ich würde sagen, da ist der Wallhack auf jeden Fall confirmed. Der hätte auch... Ja gut, der andere kam vom T-Spawn angelaufen. Das heißt, der hätte gar nicht zwingend überall sein können. Vielleicht aber mit. Also trotzdem, es war etwas hartnäckig, wie er da auf diese Fensterchen geaimt hat. Zumal er das in den Runden davor nicht so gemacht hat. Sondern erst ab jetzt, wo wirklich jemand in der Ecke stand. Davor hat er immer nur zwei, dreimal hingeschossen, wenn da jemand dran in der Nähe stand, aber nicht in der Ecke. Achtung. Na, er zoomt aus. Er ballert da wieder durch. Dart versucht jetzt hier vielleicht sogar herauszufinden, ob er durch die Wand guckt. Pass mal auf. Mal gucken, wie hartnäckig er jetzt hier bleibt. Obwohl man sogar die Steps hört, ist er auf einmal komplett unhartnäckig. Sehr merkwürdig. Under ist einer, oben sind zwei. Oh. Aber die oben hätte eigentlich, also mit Warlock hätte der sehen müssen, dass sie ihn wahrscheinlich treffen können, wenn er sich so weit vorstellt. Nichtsdestotrotz bin ich hier sehr überzeugt vom Warlock, aber vielleicht wäre noch eine weitere Szene gut für die 100%ige Überzeugende. Die braucht man ja, um es drücken zu können mit der Autospielter. Wahnsinn. Also Grief bekommt er auf jeden Fall schon mal gedrückt. Wir gucken mal, ob er hier irgendwas mit den Smokes macht. Es ist, also man konnte ihn kurz sehen, auf jeden Fall. Trotzdem ist es, ich finde, es ist auffällig, wie er vor sich hin dödelt. Oder? Meint ihr nicht auch? Wow, was ist das denn für ein Wackler? Gucken wir mal. Das war wiederum jetzt vollkommen in Ordnung natürlich, aber ja, ich denke, da ist was im Busch bei ihm mit dem Wallhack. Aber
Während man so ein Overwatch macht, hat man dann direkt ganz viele Gedanken im Kopf natürlich, ne? Man vergleicht direkt mit anderen Fällen, überlegt, wie man selbst spielt und so weiter und so fort, was es schon für Skandale gab und auch für Nicht-Skandale, wo Profis so und so gespielt haben und jeder meinte, sie cheaten, aber haben sie gar nicht gecheatet. Wenn man das alles im Kopf hat, dann ist es natürlich, dann ist man doch wieder schnell unsicher, ob das jetzt wirklich ein Wallhack ist. Aber auf der anderen Seite gibt es halt solche, ja, diese Legit-Hacks, Legit-Wallhack in dem Fall, dass man eben ganz leichten hat, den eben auch dementsprechend nutzt, ganz locker. Aber jetzt zum Beispiel ist es schon komplett merkwürdig, Windows steht keiner, er weiß also nicht, dass hier so viele sind, dass er überhaupt gar keinen Fokus hat auf Apartments. Ja gut, sie steppen nicht, ja, ist jetzt kein Indiz dafür. Aber trotzdem, ihm ist Apartments gerade vollkommen egal. Komm bitte, also von hinten kommt jetzt gleich einer auf B. Eben war er schon wieder fast drauf und dann denkt er sich vielleicht, oh, ich höre lieber auf, nicht dass mein Warlock detected wird. Auf B ist einer, den müsst ihr jetzt eben gesehen haben. Ich sollte genau reinhören, ob er den von B steppen hört. Um zu rechtfertigen, wie er vielleicht gleich nach links aimt. Ja, man hört den voll steppen, den auf B. Okay. Gerade eben war ganz kurz fokussiert auf den, der da unten gelaufen ist. Ne? Der von Tunnels kam, von Lower meine ich. Pass auf, der letzte ist. Gut, der hat sich jetzt halt auch zu sehen begeben. Hat sich halt gezeigt. Aber. Ja, scheiße. Ja, es gibt, wie gesagt, eben alles Mögliche auch in Legit-Form. Dass man es nur ganz, ganz leicht benutzt, das hängt ja auch schon davon ab, wie man es tatsächlich als Mensch benutzt. Aber auch Cheats können so eingestellt werden, dass man sie eben eher nicht erkennt. Ich muss jetzt sagen, dass man auch so minimal eine leichte Zentrierung jedes Mal. Nicht Zentrierung, ne? Es lockt immer so ein bisschen. Nicht immer, aber manchmal lockt sein Fadenkreuz so ein bisschen auf die Feinde drauf. Also gerade eben hat man es wieder gesehen am Schluss. Und zwischendrin auch schon ein paar Mal, aber ich dachte mir, mal gucken, vielleicht spielt er halt einfach so. Manche Leute haben so ein merkwürdiges Aim, dass es manchmal gelockt aussieht. Aber was er da macht, schwierig. Wie viel sind es noch? Ach scheiße, nur noch zwei. Komm ich. Er ist übrigens wieder einfach so weggegangen von... Ja, Bombe ist ja auch da noch warm. Es ist auf jeden Fall... Ich finde, er spielt schon in Richtung Wall. Ja, ganz klar. Guck mal, jetzt geht er ganz woanders hin. Warum denn jetzt diese Umdenke? Die T's gehen alle auf B. Habt ihr das gesehen? Gut, er hat jetzt den Molly halt nicht darunter geworfen, weil dann der Smoke lag. Hat ihn weiterhin in der Hand und geht damit Richtung Connector. Es ist merkwürdiges Verhalten. Sowas würde ich nur machen, wenn ich durch Wände gucken kann, um zu sehen, ob da nicht einer closed ist. Bei Upper Mid, bei Short mittlerweile schon oder so, ne? Aber ich bin mir leider doch zu unsicher für den finalen Drück. Das gerade eben am Schluss war auch wieder extrem verdächtig, weil er halt dann nach oben geht und zur Pistol wechselt. Und er sieht, dass der Gegner gerade mit dem Rücken zu ihm steht und in eine andere Richtung guckt. Aber ich bin leider zu unsicher. Ich glaube, er hat auf Vision Assist, aber ich bin mir zu unsicher, um es zu drücken. Weil das halt auch einfach Zufall sein kann, ne? Das darf man nie vergessen. Man kann einfach ein riesiges Glücks- oder in dem Fall Pechschwein sein, ja? Dass es so aussieht, als hätte man eben einen Vision Assist, dabei ist es nur Timing des Grauens, ja? Oder eben auch einfach Dummheit des Grauens, ja? Was ist, wenn er sich einfach denkt, ja gut, da war eben einer, ich wechsle mal zur Pistole für alle Fälle, der wird mich schon nicht abschießen. Griefing auf jeden Fall, beim Rest bin ich mir wie gesagt leider zu unsicher und man muss halt, man muss sich komplett sicher sein, um was zu drücken. Und bei Griefing bin ich mir sicher, beim Rest leider nicht. Jetzt bin ich wieder gespannt, wie viele Leute genau in die andere Richtung sagen, du bist viel zu, was ist in dem Fall dann, viel zu lasch in deinem Urteil. Ja? Wenn ich was drücke, dann heißt es, du bist viel zu hart. Du siehst die Cheats, wo gar keine sind. Und wenn ich es nicht drücke, kommen ganz viele, die dann halt genau das Gegenteil behaupten. Naja, muss man mal gucken. Wie gesagt, es ist nicht immer leicht. Aber ja, solche Fälle sind mitunter ja auch ganz spannend oder spannender, wie jemand, der direkt ein Spinboard anhat. Vielen Dank schon mal fürs Zusehen und auch für die Däumchen und so weiter und so fort. Ihr könnt hier natürlich auch wieder einen Skinnerino gewinnen, einen random CSGO-Skin. Schreibt hier einfach in die Kommentare, ob ihr hier den Stern von 2018 habt, also ob ihr den hier am Start habt schon oder ob ihr da noch dran arbeitet. Ich habe hier mittlerweile zweimal oder sogar dreimal, also ich weiß nicht, was das...
Worauf kommt es da an? Wird außenrum das besser? Ist es Silber, Gold und so weiter? Oder wird der Stern innen drin anders? Ich weiß es nicht. Ja, haut das in die Kommentare raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.